Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Burgbewohnerinnen, hier zu Hearts of Iron 4 mit Japan. Es geht weiter hier in der vierten Folge dieser Staffel und in Großbritannien, da steht jetzt die finale Entscheidung direkt bevor. Große Teile der britischen Truppen haben bereits kapituliert im Bereich Manchester, Liverpool, Sheffield und Leeds. Ja, und jetzt bleiben noch kleine Reste hier bei Cardiff und Cornwall insgesamt übrig. 6 kleine angeschlagene Divisionen und ein großer Truppenteil in London. Und der sich immer noch weigert zu kapitulieren. Aber da werden wir bald ein bisschen was für tun, dass sie das eben doch tun. Denn dieser Angriff, der hier gerade läuft, wir schauen uns das mal an, wie das geht. Das kostet ihnen nämlich auch ganz schön Energie. Jetzt haben sie es leider sein gelassen, habe ich zu spät gesehen. Sonst hätten wir da wieder Gegenangriff starten können, um ihre Truppen zu reduzieren. Haben wir natürlich jetzt glorreich verkackt. Naja, was wir auf jeden Fall gemacht haben, oder was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier die Spezialtruppen, wie angekündigt, sowohl die Panzer als auch die Marine-Landungstruppen und die Fallschirmjägertruppen hier nochmal neu aufgestellt mit höherer Gefechtsbreite. Leider konnte ich die nicht beide auf 20 bringen, keinen davon auf 20 bringen, weil unsere Einheitenzahl für Spezialtruppen ausgereizt ist. Und wenn ich das erhöhe, dann geht das natürlich auch auf diesen Wert drauf. Deswegen konnte ich die jetzt, diese hier konnte ich jetzt von 6 auf 12 erhöhen in der Gesamt, dass sie hier einfach größer werden in den Truppen. Und die konnte ich immerhin auch auf 16 von 12 erhöhen, sodass wir mit denen jetzt ein bisschen mehr Punch einfach in den Angriffen haben. Aber mehr ließ sich leider nicht machen, weil unsere Grenze für Spezialtruppen ist einfach ausgereizt. Dementsprechend habe ich jetzt auch hier weitere falsche Megatruppen übrigens abgebrochen, weil auch die werden natürlich sofort mit einberechnet. Und ich wollte jetzt lieber die bestehenden Truppen stärker machen, als weitere schwache Truppen zu produzieren. Gut, dann hätten wir das. Ja, und den Rest gucken wir uns jetzt, denke ich mal, an, bis wir bei London gleich irgendwann mal losschlagen können vielleicht. Na, Cardiff wird natürlich jetzt auch eingenommen von uns, ist ja klar. Geringe Mannstärke bei 1,65 Millionen, was willst du denn von mir? Das ist doch völliger Nonsens, was du hier erzählst. Oder hatte er irgendwas mit den Garnisonen. Ja, die Auslandsunterstützung wird langsam ein bisschen knapp bei uns, aber noch hält sie eben. Vielleicht ist das auch damit gemeint, könnte ich mir vorstellen. So. Euch machen wir dann platt und laufen hier rum. Und ihr werdet, wenn ihr fertig seid, dann entsprechend hier auch Richtung London weiterziehen. So, die Panzer haben jetzt hier natürlich auch noch entsprechend Ausrüstung, die fehlt etc. Ist ja klar. Ist ja irgendwie logisch. So. Noch eine Fabrik ist dadurch jetzt hier in unserer Hand. Und ich denke, wir nehmen das jetzt hier bei den leichten Panzern auf, weil ich habe die Panzerdivisionen nochmal verstärkt hier mit leichten Panzern. Dementsprechend müssen wir hier einfach jetzt ein bisschen mehr produzieren auch. Aber das können wir uns jetzt ja ganz gut leisten. Und ich glaube, der Kaiser hat Gefallen daran gefunden, dass wir Südengland einfach in unserer Hand behalten und das hier selbst kontrollieren und uns das aufteilen mit Deutschland. Weil wir haben hier einen großen, nein, den ausschlagenden Beitrag geleistet, dass Großbritannien jetzt hier besiegt werden kann. Und das soll sich hier auch in der Landvergabe widerspiegeln. Das finde ich also völlig in Ordnung, muss ich sagen. Gut. So, hier drüben haben wir noch ein U-Boot der Amerikaner, die Pompano versenkt. Sehr schön. Hier noch ein Truppentransporter und hier noch einen. Ja, hier drüben, das Schlachtschiff ist zum Glück abgerückt, hat nur noch 9% Stärke. Die Tennessee hätten wir fast versenkt. Schade. Oh, und hier ist, naja, Tobruk immer noch nicht eingenommen. Schade. Aber offensichtlich ist die Versorgungslage besser. Sie haben hier irgendwie Truppen abgezogen. Das ist ja auch schön. Vielleicht kommen sie da doch noch irgendwie voran, mal sehen. So, Südafrika ist alles wie gehabt. Verschleiß wegen, das ist echt ein bisschen bescheuert, aber ich weigere mich nach wie vor, die da rauszuziehen. Das ist mir einfach zu, ich weiß, das kostet uns halt jetzt Ausrüstung und so, aber ich bin jetzt einfach zu faul, die da alle wieder rauszuziehen, zuzugucken, wie die KI das dann nicht verteidigt, kriegt sich jetzt einfach nicht ein. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Dann sollen die halt da rumkrepeln. Ist mir dann auch egal. So, irgendwann habe ich auf diese KI dann auch ehrlich gesagt wenig Lust. So, hier die müssen jetzt noch ein bisschen sich erholen. Der Rest könnte aber einfach mal gucken, wie ein Angriff jetzt liefe.
Warte mal, wie viele Einheiten haben die? 17, 8 und 5. 22. Ich greife jetzt einfach mal hier aus allen Richtungen mit allem, was ich habe, an. Es wird ja auch gar nicht mehr gekämpft. Das heißt, sämtliche Flugzeuge, die zur Verfügung stehen, gehen hier mit in die Schlacht. Was ist hier los? Deutsche Versorger werden angegriffen von irgendwelchen, ja, U-Booten der Amerikaner wieder. Aber da machen wir hier unsere Aufgabe ganz gut. Das ist eigentlich in Ordnung. Mehr können wir da gar nicht machen. So, das wird immer noch nicht klappen wahrscheinlich, aber... Naja, zumindest können wir dem Gegner hier wieder schaden. Die haben jetzt auch hier ordentliche Organisationsabzüge schon. Also wenn wir da irgendwas rausgedroppt bekämen an Einheiten, wäre das ja ein Erfolg, weil die sofort vernichtet sind dann. Wird natürlich nicht einfach sein. Ja, wir haben ja auch schon eine Reserve, die wir nicht nutzen können, weil jetzt so ein Brückenkampf kommt. Soll uns aber recht sein. Solange hier so eine einzelne Einheit mal irgendwann weggeht, wie die neunte, ist das schon ein Erfolg. Mal sehen. Ja, eine Einheit wurde tatsächlich schon vernichtet. Das ist ja schon ein kleiner Erfolg, auch wenn das nicht reicht, um hier dauerhaft zu gewinnen. Müssen wir hier diesen Abnutzungskampf einfach eingehen. Das geht nicht anders. So, die stellen sich hier schon mal auf. Und ja, sie haben jetzt hier ihren Stützpunkt natürlich noch besetzt, weil das der einzige ist, der ihnen noch bleibt hier in Großbritannien. Einsatzgruppe 3. Ich bin mir nicht ganz sicher, haben sie hier noch irgendwie ihre Marinebomber retten können? Das weiß ich jetzt leider nicht, das könnte ich mal nachschauen, ob wir da Informationen haben. Ja, sie haben noch diese Catalina und ich fürchte, dass das eben die noch sind. Leider haben wir keine genauen Informationen. Ich fürchte, dass die hier jetzt irgendwo rumgammeln. Aber hier steht 6 bis 14 Flugzeuge nur. Will man das riskieren? Hier oben ist die Asiatic Fleet, also auch das müssen wir irgendwie noch einnehmen hier, dass deren Flotte hier nirgendwo mehr stationiert werden kann. Das will jetzt gut überlegt sein, weil wir könnten ja hier unsere... Ja, die müssten eigentlich auch erstmal hier ihre Schiffe ein bisschen reparieren. Weil noch ist ja das Gute, dass die hier unterstützen bei dem Kampf um London und dem Ärmelkanal und das will ich jetzt eigentlich nicht abbrechen. Schwierig ist das alles, liebe Leute. Oh, guck mal, wir kriegen aber vielleicht noch die Welsh-Infanterie auch noch rausgezogen und mit ein ganz bisschen Glück hier diese komischen Schweizer, die sich hier noch versteckt halten. Das sollten wir auf jeden Fall noch abwarten. Ja, 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 das war die nächste Division. Jetzt rücken andere nach, die vielleicht auch noch geschwächt sind. Also ein bisschen aufrechterhalten sollten wir das hier noch, weil das London schon wieder ein bisschen schwächt in der Verteidigung. Das sollten wir dann vielleicht wirklich mal machen. So, Cardiff ist fertig. Ihr könnt auch schon mal hier unten hinziehen. So, die Häfen lasse ich jetzt auch unbewacht. Das ist nämlich ungefährlich, meiner Meinung nach. Das kriegen wir auch erobert. Ja, hier scheint ja nichts mehr zu stehen, wenn ich das richtig sehe. Also wenn wir jetzt einfach ganz trocken hier eine der erfahrenen Einheiten nehmen und sagen, hol mir mal bitte das Ding. Aber noch nicht. Also wir müssen ja erstmal... Ja genau, wir müssen ja erstmal überhaupt eine Region hinzufügen hier. Dazu muss die erstmal als... Ja, die können wir jetzt ruhig als offen deklarieren. Das ist in Ordnung hier. Also außer die amerikanischen U-Boote gibt es hier keine Gefahr mehr. Mal sehen. Das sollten wir aber später erst machen. Wie gesagt, diese Truppe muss frei werden und das geht erst, wenn wir hier London haben. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Sonst würde ich natürlich zu gerne hier schon mal die Leute wenigstens aufstellen, dass wir hier oben schon mal das mitnehmen. Ja, haben wir ja auch eine Division. Weil da sollte jetzt eigentlich nichts mehr stehen. Und damit ist das dann auch schnell erledigt und die können sich hier schon mal positionieren wenigstens. Na, schaffen wir das noch, hier eine rauszuhauen? Ja, haben wir tatsächlich geschafft. Und damit
haben sie hier nur noch 19 Divisionen in der Verteidigung. Das ist natürlich immer noch stark. Und eventuell würden wir sogar noch mehr rausholen können, oder? Diese hier, 8,3. Ja, aber es wird knapp, ne? Es wird einfach knapp, ne? So, die kriegen wir jetzt auch dann endgültig vernichtet. Und danach kommt natürlich noch Irland dran. Ich habe das nicht vergessen. Wir haben einen leichten Kreuzer beschädigt, die Omaha, sehr schön. Und haben sie noch mehr beschädigt. 20% sind nur noch übrig von ihr. Also die ist ganz schön mitgenommen. Hier so ein einzelner leichter Kreuzer hatte sich hier irgendwie verirrt. Unsere Unterstützertruppen kommen jetzt hier noch an. In Ordnung, die hatten wir aus Südafrika abgezogen. Und hier haben wir nochmal Handelsschiffe versenkt. Hier übrigens auch sogar 3, das ist schön. Und hier auch nochmal 3, das ist auch gut. Okay. So, was haben wir noch? Ach ja, das sind ja neue Nachrichten, die muss ich jetzt nicht mehr einzeln anklicken. Das ist nicht unbedingt notwendig. So, und die Briten sind leider nur 99% vor der Kapitulation. Das ist jetzt echt ärgerlich. Möglicherweise liegt es wirklich nur noch an London hier. Schade, aber wir kriegen die anderen wohl nicht mehr. Doch, wir haben noch eine Einheit, haben wir noch vernichtet. Aber jetzt müssen die Angriffe abgebrochen werden, leider. Mussten schon abgebrochen werden, das heißt, die lassen wir jetzt auch hier zurück. Okay, aber da haben wir ja schon mal nur noch 18 Divisionen übrig in London. Wir haben 3 oder 4 jetzt immerhin vernichtet. Ich glaube sogar 4. Oh, und wir haben tatsächlich die Tennessee noch versenkt. Wunderbar. Eines unserer U-Boote hat hier mitten im Atlantik das Boot auffinden können, dieses große Schlachtschiff. Was für ein großer Erfolg. Super. Das heißt, auch da zeichnet sich ab, dass die Alliierten uns nicht mehr viel entgegensetzen können. Leider halten die immer noch Tobruk. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, jetzt haben sie sich natürlich da aufgestellt. Sehr ungünstig. Südafrika tut auch nichts. Das bleibt alles gleich. Tja, jetzt stehen wir hier. Wie bestellt und nicht abgeholt. Und müssen erstmal wieder warten, bis neue Lieferungen kommen etc. Ja, die Packs sind vor allen Dingen jetzt noch Mangelware. Aber den Rest kriegen wir hier ganz gut raus. Ja, das sieht alles ganz ordentlich aus. Panzer haben wir auch wieder ordentlich in der Produktion. Da könnte man ja eigentlich sagen, dass man vielleicht hier noch neue Panzereinheiten dann baut, ne? Wie viel hatten wir jetzt? 3, glaube ich, ne? 3 waren das. Die jetzt auf 20 erhöht werden. Ich würde sagen, das können wir ruhig verdoppeln. Lasst uns doch mal hier ausbilden. 3 Stück. Und als Gebiet können wir leider hier nicht festlegen. Auf eine grüne Provinz klicken. Ja, liebes Spiel, ist ja gut. Da muss ich die erstmal wieder hier irgendwo bei Tokio oder so hinsetzen. Na gut, bei Kanto. Okay, weil wir haben jetzt ja wieder viel Mannstärke frei durch unser umfangreiches Wehrpflichtgesetz. Das sollten wir dann auch mal für solche Truppen definitiv ausnutzen. So. Leider haben die deutschen Schiffe verloren. Wir konnten die USS Shark und Cuttlefish versenken. Wieder 2 amerikanische U-Boote und 4. Die R2, R13, Porpoise und Dolphin konnten wir versenken. Sehr gut. Also, das war's schon wieder mit der U-Boot-Waffe hier in dem Gebiet, denke ich mir. Ich glaube, viel mehr werden die hier nicht mehr haben. Das heißt, unsere Flotte hier ist absolut sicher. Ja, die reparieren hier auch. Und hier ist noch die Asiatic Fleet. Also, die Gebiete müssen wir erobern. Aber es geht nicht vor London, verdammt nochmal. So, seid ihr jetzt mal langsam soweit? Nein, ihr braucht noch ein bisschen. Dann gehen wir jetzt mal auf Stufe 4. Hoffnung, dass das ein bisschen schneller wird hier. Ja, kommt wieder ein Gegenangriff von einer Einheit. Ja. Pff. Aber wir sind noch nicht so wieder weit genug für einen neuen Angriff dort. Das ist jetzt echt, das ist halt ein Geduldsspiel hier, weil die so viel hier stehen haben. Ja, da kommt der nächste und greift an. Das ist ja lieb und nett. Ach, wir probieren es einfach nochmal. Mit allem, was wir hier haben.
Ich glaube, bis auf die Panzer, weil die sind da echt ein bisschen verschwendet. Aber der Rest soll ruhig mal angreifen, das ist okay. So, hier haben wir wieder irgendwas versenkt. Und im Pazifik nochmal 3 Schiffe der Amerikaner. Ja, das geht munter so weiter. Wo ist noch was? Ach, hier. Auch noch ein Schiff. Ja, Peru hat hier ein bisschen wieder Boden gut gemacht Richtung Ecuador. Ist ja auch klar, der Druck lässt ja jetzt nach von den Alliierten, weil ihnen jetzt wirklich überall die Truppen fehlen. So, na, ja, sieht schon besser aus mit der Vorprognose. Leider sind natürlich genau unsere geschwächten Truppen hier als erstes reingedroppt. Ja, logisch, warum nicht? Aber sie verlieren schon hier. Schon eine Division wieder verloren. Da wird die Verteidigung natürlich schon schwer. Können noch nicht mal mehr die Gefechtsbreite komplett ausfüllen, beziehungsweise müssen alles dazu einsetzen. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich glaube nicht. Ja, die ersten droppen schon wieder, weil sie versagen. Sehr schön, macht ihr gut. Bin stolz auf euch, ihr Nichtskönner. So, muss erstmal meine Einheiten hier durchbeleidigen. So. Ja, das wird leider nicht reichen, aber wir bekommen tatsächlich einige Einheiten doch jetzt vernichtet. Ja, dann hier rein. Nicht langweilen. Hinnemachen. Euer Versagen wieder ausgleichen, ihr Luschen. Mann, seid denn ihr für Lappen. So, rein da. Jetzt hören wir nicht mehr auf, bis die hier vernichtet sind, die neuen Divisionen. Das müssten wir jetzt auch schaffen, jawohl. Wunderbar, damit erobern wir endlich London. Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier der Angriff nicht mehr läuft, was das für eine Einheit ist. Die bekommt erst später den Angriff. Gut, die Ereignisse überschlagen sich. Wir haben London endlich erobert. Was für ein Erfolg, liebe Leute. Damit haben wir erstmal wieder zig neue, naja, 3 neue Fabriken schon allein. Ja. Nehmen wir mal hier 2 rein. Ich glaube sogar 3, weil wir das jetzt für die neuen Divisionen auch brauchen. So, dann gab es hier noch irgendeine Schlacht, Handelskonvoi. Das war, glaube ich, ein Truppentransport aus irgendeinem südamerikanischen Land oder mittelamerikanischen Land. Das weiß man immer nicht so genau bei diesen ganzen Flaggen, die ich mir alle nicht merken kann. Das zum Beispiel ist... Is it Kuba? Puerto Rico? Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendein Truppentransport. Haiti ist es nicht, die haben dieses komische andere. Ja, ist Kuba gewesen. Tatsache. Guck mal, manchmal weiß ich sogar. So, ja, aber was für ein Erfolg, liebe Leute. Das ist natürlich fantastisch. Hier steht allerdings eine amerikanische Division. Oh nein. Oh Gott, welch Pein. Oh, oh, und da sind einige Schiffe hier. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mehr Divisionen angreifen lassen. Dann reicht eine definitiv nicht aus. Dann sollten wir mindestens 4 oder so nehmen. Und die sollten eigentlich auch erstmal verstärkt werden. Aber ich packe sie hier schon mal rauf. Nach hier mal 5. Und sicherheitshalber nehmen wir die auch schon mal hierfür mit. Falls hier auch noch was stehen sollte. Irgendwelche Amerikaner oder so. Und die werden sich dann hier schon mal hinstellen. Vielleicht kriegen die sogar hier das ganze Ding abgefangen. Das wäre natürlich phänomenal. Was ist denn das hier? Das ist schon eine Menge Zeug, ne? Aber ohne Luftunterstützung ist das natürlich jetzt hier. Ja. 8 leichte Kreuzer. Irgendwas mit 35 Zerstörern oder so. Und dann eben 5 schwere Kreuzer und 5 Schlachtschiffe. Auch ein amerikanisches. Die Nevada ist dabei. Vielleicht kriegen wir die da noch abgefangen. Dann würde ich aber mal sagen, haltet mal eure Pferde hier. Wir gehen dann hier rein. Und gucken, dass wir diese Geschichte hier unterstützen. Da bin ich ja mal jetzt gespannt. So, und die Flugzeuge hier, bis auf die hier, die kommen dann von hier oben auch noch rein und unterstützen. Ja, die machen Marine- und Hafenangriff. Die ganzen Bodenunterstützer, dass die hier auf jeden Fall dort machen, weitermachen. Und die hier brauchen wir eigentlich auch eher hier. Das heißt, die müssten auch mal
hierhin umgestellt werden. Jawohl. Okay, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier so eine Riesenschlacht werden kann. Das werden wir dann gleich noch erleben, hoffe ich. Oh, wir haben hier 5 Schiffe versenkt. 5 Handelsschiffe der Amerikaner hier im Pazifik wieder. Hier auch nochmal 5. Und hier ist immer noch eine Versenkung im Gange. Sind auch schon 4 versenkt. Meine Güte, was für Zahlen. Da können sie mit ihren Liberty-Frachtern kaum noch gegen anproduzieren, denke ich. Sehr gut. Also es deutet sich an, dass die Alliierten den Krieg definitiv nicht mehr gewinnen werden. Aber verloren haben sie ihn durch die Amerikaner natürlich noch lange nicht. Aber trotzdem, ein Riesenerfolg, dass wir London genommen haben. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das hier mit unseren Schiffen läuft. Die sind natürlich teilweise ein bisschen angeschlagen. Es ist nicht ganz so ohne. So, jetzt haben wir natürlich erstmal die offizielle Kapitulation der Briten. Irgendwelche Marine-Bomber? Ich weiß es nicht. Fahrzeuge und Kram haben wir erobert. Zum Beispiel 121 Artilleriegeschütze. Das ist schon ziemlich viel. Und wir haben sie zur Kapitulation gezwungen. Sehr schön. Damit sind nur noch die Vereinigten Staaten übrig. Naja, und halt Kolumbien und Irland, Niederlande, Kanada, Ecuador, Kuba, das Vereinigte Königreich in Ägypten, die sind nochmal gesondert hier durch die KI gelistet, durch diese Expert-AI-Mod. Südafrika, Nicaragua, Haiti, Uruguay, das sind alles so diese Kleinstaaten noch. Aber der große Gegner sind nur noch die Vereinigten Staaten. Gut. So, wie sieht's hier aus? Tobruk kann nicht genommen werden, das habe ich mir gedacht. Die werden jetzt hier vernichtet, die Spanier, sehr gut. Auch die müssen ja verlusttechnisch noch ein bisschen aufholen, wenn man das so zynistisch anmerken will, was die ganzen Geschichten da anbetrifft. Oh ja, wir haben schon einen Truppentransport mit unseren Nahunterstützern versenkt. Super. So, wir bekommen, ja, das ist doch gut, bekommen noch eine Fabrik. Ich denke, wir investieren die schon mal hier pro forma in die Infanterieausrüstung, damit wir die nachher dann rumsetzen können in die modernere, denn die ist, glaube ich, 31 Tagen erforscht. Das geht relativ zügig jetzt. So, schauen wir mal. Ja, wir haben schon wieder Beschädigungen bei den Schiffen vorgenommen. Das ist nämlich jetzt richtig gut. Dadurch können wir die schon mal so richtig stark vorneweg beschädigen. Leider ist jetzt aber die Schlacht hier schon vorbei. Wir haben 8 Nahunterstützer verloren. Die haben anscheinend gute Luftabwehr, Zerstörer und leichte Kreuzer, die aber auch beschädigt wurden. Uiuiui. Okay. Ja, die drei würde ich sagen, haben jetzt ja nicht mehr eingegriffen, aber ich würde sagen, die könnte man auch hier zur Infanterie upgraden. Dann brauchen wir wieder Mannstärke, Ausrüstung, Packs ohne Ende. Aber ich denke, wir machen das jetzt mal. Wir sind jetzt hier im Modernisierungsschub ganz gut drinne, dass wir hier noch mehr Kampfdivisionen rausbekommen. Gegen die USA brauchen wir das sehr, sehr dringend dann. Das werden wir dann noch sehen. So, die Panzer bleiben hier auch erstmal stehen. Die warten ja auch auf ihre Verstärkungen. Genau wie die Marinesoldaten und die ganzen anderen Spezialtruppen. Solange machen wir natürlich hier erstmal noch nichts. Okay. So, haben wir nochmal einen Marinebomber verloren, aber immerhin hier Schaden an der Provence, Ramirez und Royal Sovereign gemacht. Die hier alle ziemlich angeschlagen sind. Immerhin. Ja, man könnte jetzt argumentieren, dass man hier einfach schon mal startet. Und ich würde sagen, ja, das sollten wir dann auch mal langsam tun. Dass wir denen hier das zuweisen. Oh, hier gab es auch schon wieder einige Beschädigungen. Man könnte natürlich jetzt auch warten, bis das so stark ist, dass der Gegner eine Schlacht nicht überleben wird. Aber ich denke, die sind schon angeschlagen genug, dass ich das probieren will. So. Hier werdet ihr Flotteninvasionsunterstützung machen. Das heißt, aber nicht alle. Hallo. Nicht alle. Oh, Gottes Willen, das ist immer so nervig, diese Steuerung hier. Genau, ihr sollt das machen. Und fertig. So, und alle anderen fahren jetzt hier wie wild irgendwo hin. Halt. Marinestützpunkt Zhejiang. Warum? Ach, hier rein, okay.
Meinetwegen. So, ihr seid jetzt, da habe ich mich auch noch nicht drum gekümmert. Da müsste ich die anderen alle rausnehmen. Das mache ich wirklich offscreen dann. Wenn es gleich soweit ist. Die können noch mit ins Training hier reinkommen. Die gehen schon mal hier rein. U-Boot und ein Zerstörer. Ja, und dann schauen wir mal, ob das hier jetzt so geht oder ob die jetzt hier irgendeinen Blödsinn machen. Die gehen jetzt erstmal nach Liverpool, weil das Ding noch nicht gestartet ist, logischerweise. Und so lange können leider auch die Flieger hiervon nichts machen, weil die ja dann geblockt sind für ihre Aufträge. Das ist irgendwie eine echt doofe Mechanik. Aber egal, wir müssten doch eigentlich hier, ja, die Überlegenheit haben. Das heißt, hier starten wir. Ja, starten wir jetzt schon? Wir haben ja immer noch keine Verstärkung hier, ne? Uns fehlt einfach Ausrüstung. Nein, das warte ich jetzt noch ab, so halb, oder? Ah, Mann, das ist doch jetzt echt doof. Was brauchen das auch immer so lange? Das ist super nervig. Ich warte es jetzt einfach ab, wir nehmen uns die Zeit. Wir haben den Atomreaktor erforscht zumindest. Und jetzt gehen wir direkt danach auf Atombomben. Das dauert allerdings 439 Tage. Dementsprechend, wann ist denn das dann fertig? Steht es irgendwo? Kann ich das irgendwo lesen, ab welchem Datum das dann fertig sein soll? Nee. Also weit über ein Jahr, also tief im Jahr 46, vorher werden wir das nicht haben, das Ding. Können wir so einen Atomreaktor eigentlich bauen? Ich glaube ja, ne? Hier, Atomreaktor, 30.000. Ja, den wollen wir aber nicht in Großbritannien bauen. Den könnten wir zum Beispiel hier direkt bei der Hauptstadt Tokio errichten. Würde ich doch mal sagen, machen wir das. Und dann wird der erstmal hier irgendwo eingeteilt hinter die Infrastruktur. Mal sehen. Gut, machen wir das schon mal. Was bringt der eigentlich? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ermöglicht die Produktion von angereicherten Uran zur Verwendung von Atomwaffen. Also brauchen wir das für eine Atombombe auf jeden Fall. Okay. Ja, ich denke, so, hier haben wir nochmal Beschädigungen, aber auch 6 Luftnahunterstützer verloren. Das sind natürlich krasse Verluste, aber ihr seht schon hier, die Minneapolis fährt kaum noch auf Wasser. Also hält sich kaum noch über Wasser. Ja, das sind ordentliche Beschädigungen jetzt hier gewesen. Die Indianapolis wurde mehrfach angegriffen, auch die Detroit. Das ist doch schon mal ganz gut. So, wann macht ihr endlich mal hinne mit eurer Kack-Ausrüstung? Ich glaube, das dauert irgendwie monateweise, ne? Vermutlich ist das monatsweise abhängig. Naja, müssen wir halt bis zum März noch warten, ist das so. Ja, die Minneapolis wird ja auch stark beschädigt, die ist bald versenkt. Ja, nee, das ist die Augusta, die wir versenkt haben. Durch unseren mittleren Bomber. Wir haben die Honolulu beschädigt. Wir haben den Zerstörer Drayton versenkt. Also jetzt geht's hier richtig ab. Cincinnati haben wir beschädigt. Astoria, Augusta, Nevada. Augusta hatten wir dann versenkt. Resolution ist ein Schlachtschiff, das wir auch nochmal beschädigt haben. Und hier oben haben wir nochmal einen Handelskonvoi einfach versenkt. Ich denke, im Übrigen können wir jetzt auch mit denen hier rein. Vielleicht nehmen wir andere Sachen mal irgendwie raus, hier den untersten vielleicht, dass die hier so ein bisschen entlastet werden in den anderen Gebieten. Mit 75% ist das noch okay. Hier drüben hat man noch einen Truppentransport versenkt, das ist schon gut. Hier noch irgendeinen Konvoi abgefangen. Gut. Okay, die Folge wird schon länger und länger, liebe Leute. Aber eine Folge bleibt der Staffel noch übrig in der Staffel. Und da werden wir dann, ja, gucken, dass wir hier die letzten Flotten der Alliierten aus, was ist denn das hier überhaupt? Orkney, glaube ich, hier oben. Ich weiß es nicht. Und das ist die Isle of Man, glaube ich, hier einfach nur. Dass wir die hier noch rausbekommen und dann steht uns der Weg nach Irland offen, spätestens für die nächste Staffel. Mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.